Man muss alles aus sich herausholen in den verschiedensten Disziplinen. Manches liegt dem ein oder anderen vielleicht nicht. Dann gilt's, den persönlichen Leistungshorizont zu erweitern. Der eine packt den Weitwurf ganz locker, der andere müht sich über die 800-Meter-Strecke. Wer ist fit genug fürs Sportabzeichen? Über 2000 Schüler tummeln sich rund um das Stadion in Niefern-Öschelbronn. Und sie sind mit Freude dabei. Es geht nämlich nicht nur um Leistung, um das Erreichen von Weiten und Zeiten, sondern auch um den puren Spaß an der Bewegung. Der Sportabzeichentag des Deutschen Olympischen Sportbundes auf Tourstopp. 10 solcher Veranstaltungen gibt es in diesem Jahr bundesweit. Jede steht unter einem anderen Motto. Wir haben bisher schon einige Stopps in dieser Tour gehabt. Ich erinnere daran, begonnen hat es in Mölln. In Mölln ging es im Schwerpunkt um Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung. Dann kam Magdeburg. Magdeburg, dort war das Schwerpunktthema Sport gegen Rechts. Dann Bochum. Bochum hat den Schwerpunkt gelegt in Richtung Familiensporttag. Jetzt in Weilerstadt war es so, dass man den Betriebssport mehr in den Mittelpunkt gestellt hat, unter dem Slogan Sport bewegt eine industrielle Region. Also es ging letztlich um die Fitness von Belegschaften. Sport und Ernährung. Unter diesem Motto steht der Tag in Niefern. Die Schüler sollen lernen, welche Lebensmittel gesund sind und wie viel Energie der Körper beim Sport verbraucht. In einem Bewegungsparcours können die kleinen Sportler Punkte sammeln und diese dann am Buffet einlösen. Ein Stück Kuchen für viel Bewegung, ein Apfelschnitz für weniger. Und natürlich geht es auch darum, nebenher das Sportabzeichen abzulegen. Eine 15-Jährige hat beispielsweise 11,8 Sekunden Zeit für den 75-Meter-Sprint. In 5 Kategorien sind die unterschiedlichen Übungen eingeteilt. Schwimmen, Sprung, Kurzstrecke, Wurf bzw. Stoß und Langstrecke. Na, das ist schon großartig. Also wir wussten schon lange, dass diese Veranstaltungen jährlich verteilt durch die Republik durchgeführt werden. Aber dass man es hier vor Ort, vor die Nase Pforzheims eigentlich bekommen, finde ich großartig. Ich habe es immer nur neidisch gelesen, wenn die Kollegen eben sowas bekommen haben. Und hier mit den Kindern, das ist einfach großartig. Macht nur Spaß, ist alles dabei, was man sich wünschen kann. Selbst Wetter hat jetzt noch mitgemacht. Die Barmer GEK engagiert sich seit vielen Jahren für das deutsche Sportabzeichen und das auch aus ganz guten Gründen. Ja, natürlich, man weiß ja, dass Fettleibigkeit, Diabetes, Rückenbeschwerden eigentlich viele Gründe haben. Dazu gehört eben Bewegungsmangel und natürlich auch falsche Ernährung. Und deshalb ist auch der Ansatz hier von der TSG Niefern, diese beiden Dinge eben zusammenzubringen. Ach, goldrichtig, es ist einfach das Beste, was man tun kann und die Kinder einfach mal dazu hinführen, doch Freude am Sport zu haben. Es ist wirklich toll, es sind ja 2045 Kinder hier, wie ich gehört habe. Und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir die Kinder frühzeitig an den Sport heranführen. Und Kinder wollen sich messen. Also diese Geschichte von wegen kein Wettbewerb und so, das funktioniert aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich habe ja selber 3 Kinder und weiß, Kinder wollen sich einfach leistungsmäßig messen. Das ist eine super Gelegenheit hier. Die Sportanlage ist traumhaft, also besser kann es eigentlich nicht sein heute. Jetzt haben sich die anderen Prominenten schon die Sportkleidung angezogen, bei Ihnen fehlt es noch. Das stimmt, aber ich komme heute auch noch dran. Ich werde um 17 Uhr mitlaufen, wir machen einen 50-Meter-Sprint und dafür bin ich angemeldet und ich freue mich auch drauf. Und fit? Natürlich. Ich habe jetzt nicht extra auf heute trainiert wie eine Bekloppte, aber ich freue mich drauf. Nicht nur für die Schüler war nämlich Schwitzen angesagt, auch ein paar Promis schlüpften in die Sportkleidung, um Sportabzeichen Luft zu schnuppern. Der Präsident des Badischen Sportbundes Nord, Heinz Janalik, macht sich schon mal warm, genauso wie der Nieferner Bürgermeister und die ehemaligen deutschen Spitzenleichtathleten Heike Drechsler und Frank Busemann. Standweitsprung steht auf dem Programm. Alle Augen sind dabei natürlich auf die zweifache olympische Goldmedaillengewinnerin Heike Drechsler gerichtet. Zunächst mal Gratulation zu Ihrer Leistung beim Standweitsprung. Das war beeindruckend. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung? Ich bin mit der Leistung im Standweitsprung zufrieden. War eine relativ ordentliche Leistung und die kann auch noch verbessert werden. Haben Sie mal das Sportabzeichen abgelegt und wenn ja, wie oft schon?
Ja, ich habe früher immer das goldene Mehrkampfabzeichen in der Leichtathletik gemacht. Demzufolge war das Volkssportabzeichen keine Hürde. Aber heute, viele Jahre später, betrachte ich das als Vielseitigkeitsprüfung. Und ich glaube, das ist ganz gut so. Da muss man sich dann auch immer wieder in verschiedenen Disziplinen anstrengen. Und heute, der Tag in Niefern, da lacht einem Bürgermeister doch das Herz. Ja, aus zweierlei Gründen. Einmal finde ich die Nieferner, die TSG, der Sportkreis, auch die Verwaltung, die haben das ganz gut gemacht. Erstens, als die Veranstaltung hierher kam, zum anderen die Durchführung der Veranstaltung heute. Und in der Tat, wie Sie sagen, heute Morgen ist mir das Herz einfach deswegen gesprungen, als ich die vielen Kinder aus dem Kindergartenbereich, aus der Schule hier gesehen habe auf diesem Sportgelände. Das Sportgelände hat sich allein dadurch schon gelohnt. Und ich denke, auch im Nachhinein betrachtet, der Ausbau war sehr wichtig für unseren Ort. Und ich finde, wir werden weitere Veranstaltungen dieser Art sicherlich in dieser oder ähnlicher Art hier haben. Der Ehrgeiz hat die Promis schnell gepackt. Aber bevor es mit Kugelstoßen weitergeht, steht erst eine Runde Gaudi auf dem Programm. So schnell wie möglich durch den Hüpfburg-Parcours, dann die Übergabe an den Nächsten. Die Konkurrenz in Form von Schülern dicht im Nacken. Als Zehnkämpfer, als Ehemaliger ist man ja so einiges gewöhnt, aber so eine Hüpfburg ist wahrscheinlich auch neu für Sie. Nee, meine Mannschaftskollegen sagten gerade, ey, wir in unserem Alter nochmal auf der Hüpfburg. Ist ganz schön wackelig, aber ich habe ja zwei Kinder, da kann ich schon mal üben, ist Papa der Größte. Sagen Sie mal ein bisschen was zu diesem Sportabzeichentag heute, warum unterstützen Sie das so gerne? Also ich bin ja seit 4 Jahren für Kinder und Sport dabei und es ist großartig, Kinder bei Bewegung zu sehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Sieg und Niederlage gehört zum Leben, genauso wie die Bewegung im Allgemeinen. Und das sehe ich an meinen eben. Die sind, ja gut, der kleine 4 Monate, tut auch nichts zur Sache, aber der große 4 Jahre, die lieben Sport einfach. Und man sagt ja immer, ach, die Jugendlichen oder die Kinder von heute wollen nicht mehr richtig, aber das ist Quatsch so. Formen wie jetzt das Sportabzeichen oder jetzt mit der Sportabzeichen-Tour zeigt eben, dass Bewegung total gut ankommt. Man muss nur die Plattform bieten. So ein paar Jahre nach Ende Ihrer Karriere, wie halten Sie sich fit? Sind Sie nach wie vor ja, noch voll in Bewegung oder merkt man es dann doch manchmal? Die Sportabzeichen-Tour hat mir gezeigt, was ich noch für ein geiler Typ bin. Also ich habe jetzt letzte Woche 13 Meter Kugel gestoßen, bin 1,90 Meter hochgesprungen letztes Jahr. Ich halte mich mit breitem Sport fit. Also ich gehe regelmäßig joggen, aber so Sportabzeichen-Übungen, wie ich sie jetzt hier mache, mache ich nur auf diese Veranstaltung. Und das ist immer total spannend zu sehen, was noch geht, wie sich das anfühlt und vor allen Dingen, wie sich der Muskelkater am nächsten Tag anfühlt. Welche Disziplin ist die, bei der Sie am meisten knabbern müssen? Das Schwimmen. Also das liegt der Leichtathleten traditionell nicht. Und ich liege wie so ein Sack Zement da in der Brühe. Und wenn es nicht über 30 Grad ist, fange ich auch schnell an zu frieren in der Belastung. Das ist nicht meins, aber gehört zum Sportabzeichen dazu. Und es ist wichtig, dass Kinder schwimmen können. Gut, jetzt bei Erwachsenen ist auch wichtig, aber dass Kinder eben Schwimmfähigkeit erlangen. Und deshalb ist es auch ein gutes Angebot, das mal zu machen. Es gehört einfach dazu. Das muss man sich verdienen, das Sportabzeichen. Das Sportabzeichen, eine Herausforderung, die allein in Nordbaden jedes Jahr über 25.000 Sportbegeisterte meistern. Bundesweit wurde inzwischen die Millionengrenze überschritten. Die Anforderungen sind an Alter und Geschlecht angepasst. Heike Drechsler beispielsweise muss die 4-Kilo-Kugel 5,75 Meter weit stoßen. Das klappt schon im ersten Anlauf ganz locker. Frau Drechsler, haben Sie eigentlich mitgezählt, wie viele Sportabzeichen Sie in Ihrem Leben schon gemacht haben? Ich muss sagen, eher wenig, weil ich 27 Jahre im Leistungssport war. Ich habe eher, sagen wir mal, nach dem ganz Großen gestrebt, so wie Weltmeisterschaften da oder Olympische Spiele. Da habe ich ganz viele Medaillen. Aber ich weiß, das Sportabzeichen, das fehlt mir noch so ein bisschen. Klar, als Kind hatte ich das irgendwann mal gemacht. Aber so viel sind es dann doch nicht geworden, weil ich sehr früh natürlich auch entdeckt worden bin für den Leistungssport. Und mit 12 Jahren habe ich angefangen. Aber es kann sich ja alles noch irgendwie ändern. Und ich habe jetzt für mich vorgenommen, es ist so ein super Stadion hier und hier ist so ein tolles Engagement. Dann werde ich wahrscheinlich mit dem Bürgermeister an Kunst mal gucken für nächstes Jahr hier natürlich vorbereitet, dann jetzt das Sportabzeichen ablegen. Was glauben Sie, welche Disziplin macht Ihnen am meisten zu schaffen?
Der Weitsprung wahrscheinlich, ne? Weil man das am meisten noch irgendwie im Kopf hat. Man weiß natürlich, wie es geht. Ne? Und ich meine, wenn man immer so meine Bestleistung war 7,48 Meter. Und ich denke mal, wenn man da 2 Meter weniger springt, dann kann das eher auch ein bisschen frustrierend werden. Und ich weiß, was da alles dazugehört an Training, um eine stattliche Weite zu erreichen. Aber ich denke, in erster Linie ist ja auch erstmal zu gucken, wie ist der Fitnesszustand allgemein. Ne? Und man kann sich ja auch noch in vielen anderen Disziplinen mal testen, wo steht man. Und das ist dann eine schöne Ausgangsposition. Ich denke mal, dabei sein ist alles. Das ist die olympische Medaille des Breitensports und die werde ich bestimmt schaffen. Und als Belohnung für die Mühen wartet dann eine Urkunde und das Abzeichen. Für die Schüler wurde in Niefern sogar extra ein Rechenzentrum eingerichtet, sodass sie nach bestandenen Prüfungen ihre Sportabzeichen gleich mit nach Hause nehmen konnten. Solch ein Event, eine organisatorische Meisterleistung, auf die auch der gastgebende Verein, die TSG Niefern, stolz sein kann. Unterstützt wurde die Aktion von der Sport- und Gymnastikschule Karlsruhe und der Johanna-Wittum-Schule. Letztere war mit rund 60 Erzieherinnen vertreten. Von der SGKA kamen 40 angehende Sportfachkräfte, um die über 2000 Schüler an den einzelnen Stationen zu betreuen. Das Sportabzeichen als Messinstrument der persönlichen Fitness und als Trainingsziel, ein Erfolgsmodell seit 99 Jahren. 2013 wird großes Jubiläum gefeiert. Und dazu haben wir uns natürlich schon einiges überlegt. Aber zuerst einmal, nicht zuletzt im Blick auf dieses 100-jährige Jubiläum, haben wir im DOSB das Sportabzeichen zeitgemäß überarbeitet. Jetzt auf die Details einzugehen, würde sicher den Zeitrahmen sprengen, aber vielleicht noch eins. Wir versprechen uns sehr viel von einer neuen Leistungsstufung. Das heißt, es ist schon möglich, unabhängig vom Alter, das goldene Sportabzeichen zu machen, wenn man die Leistungen erfüllt. Wir erwarten damit und letztlich auch einen Schub, dass es so etwas gibt wie eine zusätzliche Motivation, denn die meisten tragen natürlich Gold lieber als Bronze. Wobei, das muss man auch sagen, Bronze ist genauso lobenswert wie das andere auch. Und das Letzte, wir haben im Blick auf diesen Geburtstag natürlich einiges vor. Ich möchte zwei Ereignisse nennen. Einmal wird das Sportabzeichen einen Stopp machen in Hamburg zur internationalen Gartenschau. Und schließlich wird es enden für alle Urlauber, begeben sich nach Travemünde, am Ostseestrand von Travemünde. Aktionen wie die in Niefern sorgen dafür, dass das Sportabzeichen trotz seines Alters jung bleibt. Der extra einstudierte Flashmob unterstreicht das noch. Wer sich selbst die eigene Fitness unter Beweis stellen will und sein Sportabzeichen machen möchte, der findet in ganz Nordbaden unzählige Vereine, die Übungsstunden und Abnahmetermine anbieten. Alle Informationen und die Leistungsanforderungen gibt's im Internet unter www.deutsches-sportabzeichen.de.